Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Eine Luftwaffe ist ein entscheidender Teil jeder Armee. Die Luftüberlegenheit bietet den Truppen am Boden Schutz und Sicherheit. Noch wichtiger ist, dass Kampfflugzeuge ein Muss für jedes Land sind, das seinen Luftraum souverän halten und seine Position als herausragende militärische Kraft sichern will. Heute zeigen wir euch die 10 fortschrittlichsten Kampfflugzeuge der Welt. Dassault Rafale. Rafale ist ein Kampfflugzeug, das von Dassault Aviation hergestellt wird und in der Lage ist, ein breites Spektrum an Kurz- und Langstreckenmissionen durchzuführen. Es kann zur Durchführung von Boden- und Seeangriffen, Aufklärung, hochpräzisen Schlägen und zur Abschreckung von Atomschlägen eingesetzt werden. Das Flugzeug wurde für die französische Marine und die französische Luftwaffe entwickelt. Das Flugzeug wurde bei Kampfeinsätzen in verschiedenen Nationen eingesetzt, unter anderem in Afghanistan, Mali, Libyen, Syrien und Irak. Der Rafale kann Nutzlasten von mehr als 9 Tonnen auf 14 Außenlaststationen bei der Luftwaffenversion und 13 bei der Marineversion transportieren. Der Kampfjet verfügt über eine Doppelkanone und eine Nexter 30mm DEFA 791B Kanone, die 2500 Schuss pro Minute abfeuern kann. Die Rafale wird von 2 Triebwerken von SNE CMA angetrieben, die jeweils einen Schub von 75 Knoten liefern. F-15E Strike Eagle. Das Zweirollen-Kampfflugzeug Boeing F-15E ist ein fortschrittliches Langstrecken-Sperrjäger- und Taktikflugzeug. Mehr als 1500 F-15 sind weltweit bei der US Air Force, der US Air National Guard und den Luftstreitkräften Israels, Japans und Saudi-Arabiens im Einsatz, darunter über 220 F-15E-Kampfflugzeuge. Die Flugzeuge können bis zu 4 infrarotgelenkte Sidewinder-Luft-Luftraketen, bis zu 4 radargelenkte Sparrow-Luft-Luftraketen oder 8 AMR-AAM radargelenkte Luft-Luftraketen mittlerer Reichweite transportieren. Das Flugzeug ist außerdem mit einem internen General Dynamics M61A1 20mm Gatling-Geschütz bewaffnet, das in den rechten Tragflächen installiert ist. Die F-15E sind mit Pratt & Whitney Triebwerken mit niedrigen Bypass Turbofan ausgestattet, die pro Triebwerk einen Schub von 29.000 Pfund liefern. Eurofighter Typhoon. Der viernationale Eurofighter Typhoon ist ein Delta-Flügel-Nahkampfflugzeug mit übersichtlicher Reichweite und Bodenangriffsfähigkeit. Die Entwicklung des Flugzeugs wurde vom Eurofighter mit Sitz in München durchgeführt, der sich vollständig im Besitz des britischen Unternehmens BAE Systems befindet. Zu den Merkmalen der Tarntechnologie gehören ein niedriger frontaler Radarquerschnitt, passive Sensoren und die Supercruise-Fähigkeit. Die innen angebrachte Mauser BK 27mm Kanone ist ein Revolver-Kanonensystem mit einem linsenlosen geschlossenen Munitionszuführungssystem. Der Eurofighter Typhoon hat 13 Außenlaststationen für die Waffenführung, 4 unter jedem Flügel und 5 unter dem Rumpf. Der Eurofighter ist mit 2 Eurojet-Triebwerken vom Typ EJ200 ausgestattet, die jeweils einen Schub von 90 Knoten liefern. Su-35. Die Sukhoi Su-35 ist ein russischer Mehrzweck-Luftüberlegenheitsjäger mit erweiterten Fähigkeiten, der aus der Su-27 entwickelt wurde. Das Flugzeug verfügt über eine hohe Manövrierfähigkeit mit einem großen Anstellwinkel und ist mit hochleistungsfähigen Waffensystemen ausgestattet, die zur außergewöhnlichen Nahkampffähigkeit des neuen Flugzeugs beitragen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 2389 Stundenkilometer. Das Flugzeug verfügt über 12 Befestigungspunkte für den Transport externer Waffen und Vorräte.
Jeder Flügel verfügt über 4 Außenlaststationen, einen an der Flügelspitze und 3 Stationen unter dem Flügel. An der Rumpfunterseite befinden sich 2 Außenlaststationen auf der Mittellinie und einer unter jedem Triebwerk. Das Flugzeug wird von 2 Turbofan-Triebwerken mit Schubvektordüsensteuerung angetrieben, die jeweils 86 Knoten Schub oder 142 Knoten mit Nachverbrennung liefern. X2 Shinshin. Der Mitsubishi X2 Shinshin ist ein getarnter, experimenteller Technologiedemonstrator und Forschungsprototyp, der Technologien demonstrieren soll, die für japanische einheimische Kampfflugzeuge der 5. Generation, die als F3 bezeichnet werden, erforderlich sind. Das zweimotorige Starrflügel-Kampfflugzeug zeichnet sich durch ein aerodynamisches Design mit einem längeren Bugteil aus. Der Mitsubishi X2 hat ein einsitziges Cockpit. Die Avionik an Bord umfasst ein aktives, elektronisch gescanntes Array-Radar, fortschrittliche elektronische Gegenmaßnahmen und Maßnahmen zur Unterstützung der elektronischen Kriegsführung. Der Mitsubishi X2 Shinshin kann mit einer Höchstgeschwindigkeit von 2.755 Stundenkilometer und einer Supercruise-Geschwindigkeit von 2.228 Stundenkilometern fliegen. Er kann mit externen Treibstofftanks über eine Reichweite von 2.900 Kilometern operieren und hat eine Fährreichweite von ca. 3.200 Kilometer. Shenyang J31. Die Shenyang J31 ist ein zweimotoriges Mehrzweck-Tarnkappen-Kampfflugzeug der 5. Generation, das von der Shenyang Aircraft Corporation für die Luftwaffe der Volksbefreiungsarmee hergestellt wird. Das J31-Kampfflugzeug soll fortschrittliche Verteidigungsfähigkeiten bei Luftnahunterstützung, Bombenangriffen aus der Luft und Luftabwehroperationen bieten. Das Shenyang J31-Tarn-Kampfflugzeug kann mit einer internen Kanone, 2 internen Waffenschächten im Rumpf und 3 Außenlaststationen an jedem der beiden Flügel ausgestattet werden. Das Flugzeug wird von 2 nachverbrennenden Turbofan-Triebwerken des Typs RD-93 angetrieben, die von der russischen Firma JSC Klimov entwickelt wurden. Jedes Triebwerk erzeugt einen Nachbrennschub von 84 Knoten. Chengdu J20. Die Chengdu J20 ist ein einsitziges Mehrzweck-Tarnkappen-Kampfflugzeug, das von der Chengdu Aircraft Industry Group of China hergestellt wird. Es handelt sich um ein Flugzeug der 5. Generation, das für die Luftwaffe der Volksbefreiungsarmee gebaut wird. Die J20 ist dafür ausgelegt, Bodenangriffsmissionen auch in feindlicher Umgebung durchzuführen. Das Flugzeug kann mit seinen Deltaflügeln in Überschallgeschwindigkeit größere Höhen erreichen. Die J20 verfügt über 8 Festpunkte und einen großen Bauchwaffenschacht mit PL-12CD und PL-21 Luft-Luft-Lenkflugkörpern mit großer Reichweite. Das Flugzeug wird von 2 WS-10G Schubvektor-Turbofan-Triebwerken angetrieben, die jeweils 30.000 Pfund Schub erzeugen. F-22 Raptor. Der F-22 Raptor ist ein fortschrittliches taktisches Kampfflugzeug der 5. Generation, das für die US-Luftwaffe entwickelt wurde. Es wurde im Dezember 2005 bei der USAF in Dienst gestellt, um die F-15 zu ersetzen, wobei der Schwerpunkt auf Wendigkeit, Tarnung und Reichweite liegt. Die Konstruktion der F-22 besteht aus 39 Gewichtsprozent Titan, 24 Gewichtsprozent Verbundwerkstoff, 16 Gewichtsprozent Aluminium und 1 Gewichtsprozent Thermoplast.
Titan wird wegen seines hohen Festigkeits-Gewichtsverhältnisses in kritischen Belastungsbereichen, einschließlich einiger Shots, und auch wegen seiner hitzebeständigen Eigenschaften in den heißen Bereichen des Flugzeugs verwendet. Die F-22 Raptor hat 4 Befestigungspunkte an den Flügeln, die jeweils für eine Tragfähigkeit von 2270 kg ausgelegt sind, und AIM-120A, AMR-AAM oder externe Treibstofftanks tragen können. Der Raptor hat 3 interne Waffenschächte. Die F-22 wird von 2 Pratt & Whitney F-119-100 Triebwerken mit 156 Knoten Schub angetrieben. Su-57. Die Sukhoi Su-57 ist ein neues russisches Kampfflugzeug der 5. Generation. Dieses verstohlene Flugzeug wurde als Ersatz für die veralteten Jagdflugzeuge MiG-29 und Su-27 konzipiert. Für den Luft-Luft-Kampf soll die Su-57 in ihren beiden Hauptwaffenschächten 4 über die Sichtweite hinausreichende Raketen und in den Flügelwurzelwaffenschächten 2 Kurzstreckenraketen mitführen. Die Hauptwaffenschächte können auch Luft-Boden-Raketen sowie mehrere KAB-250 oder KAB-500 Präzisionsgelenkbomben aufnehmen. Dieses russische Jagdflugzeug verwendet 2 Saturn 117S Triebwerke, die einen Trockenschub von 86 Knoten und eine Nachverbrennung von 175 Knoten erzeugen. F-35 Lightning II. Die F-35 Lightning II ist ein Kampfflugzeug der 5. Generation, das fortschrittliche Tarnung mit der Geschwindigkeit und Wendigkeit eines Kampfflugzeugs, vollständig zusammengeführten Sensorinformationen, netzwerkfähigen Operationen und fortschrittlicher Aufrechterhaltung kombiniert. Er wird von der Lockheed Martin Aviation Company für die US Air Force, Navy und Marine Corps und die britische Navy entwickelt. Missionen, die traditionell von einer kleinen Anzahl spezialisierter Flugzeuge durchgeführt wurden, wie zum Beispiel Aufklärungs-, Überwachungs- und Aufklärungsmissionen und elektronische Angriffsmissionen, können nun von einem Geschwader von F-35-Flugzeugen ausgeführt werden, was vielen alliierten Streitkräften neue Fähigkeiten verleiht. Die Waffen werden in 2 parallelen Buchten vor dem Fahrwerk getragen. Jeder Waffenschacht ist mit 2 Befestigungspunkten zur Aufnahme einer Reihe von Bomben und Raketen ausgestattet. Das einmotorige Flugzeug wird vom Pratt & Whitney F135 Low Bypass Augmented Turbofan mit einem Nennschub von 191 Knoten angetrieben. Das ist alles, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welches der Kampfflugzeuge euch am besten gefallen hat. Klickt auch auf den Like-Button und abonniert unseren Kanal, sodass ihr keine interessanten Videos mehr verpasst.